Habt ihr wieder verpasst, die Kelly, die ist nämlich in live noch viel lustiger. Ist gar nicht so. Doch, ich muss jetzt anziehen, weil sie den Pulli falsch rum angezogen hat. Der hat mir auf den Kopf gespuckt. Gar nicht. Doch. Du musst den Hoodie noch hinstylen. Hoodie. Als ob. Wenn du so sitzt. Mütze richten. Ich hab mir die Hände nicht gewaschen nach dem Toilettengang. Geil. Märchenstunde mit Kelly. Hier ist die Kelly, a.k.a. Mrs. Vlog. Ich bin heute hier, um euch eine Geschichte zu erzählen. Es geht um die Geschichte der reizenden Dame, die da hinten auf meinem Bettchen liegt. Man sieht den Kopf. Das Dornröschen. Ich bin ein Zwerg von diesem Wald, der hier irgendwo hinterm Haus wächst und blüht und sprüht. So stark nachgedacht. Als ich ein Pflänzchen gefunden habe und es einem Mädchen in die Hand gedrückt habe, das gerade Wein und Fleisch und Geld zur Oma in die Hütte gebracht hat. Und dann hat sie dieses Blümchen gefressen, weil sie ist gerade auf Diät und sie denkt die ganze Zeit, dass sie irgendwas Grünes nehmen muss. Immer hom, nom, 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 Hände essen, ah, ich mag Hände. Und dann habe ich sie zu mir entführt. In mein Heim, um mit ihr ein Video zu drehen. Richtig, drehen. Ich habe mich wie der Teufel gefühlt mit Hörnern. Großen Hörnern, größeren Hörnern. Und dann hat sie das Blümchen ins Salätchen gemischt und gemischt und mehr vermischt, sodass sich das Aroma ausgebreitet hat und das Dornröschen in ein Schläfchen gefallen ist. Meine Ärmchen sind zu kurz, um das Schläfchen zu demonstrieren. Und seitdem liegt sie hier und wartet auf den Prinzen, der sie befreien soll. Keine Hände können sie befriedigen, nicht mal meine. Oh, scheiße. Und deswegen, meine lieben Freunde, suchen wir jemanden, der das Dornröschen aus dem Schlaf erweckt, in Form eines Haares. Haar. Diese Mützen helfen. Und manchmal mag ich ihr auch sie anfassen, aber sie ist zu weit weg für meine... Ich fasse mich auch gerne selber an. Manchmal lacht mein Rücken. Ich habe eine gespaltene Persönlichkeit, müsst ihr wissen. Gespalten in zwei Teile. Manchmal auch in drei, aber meistens nur in zwei. Genau. Ah. Manchmal schlage ich mich auch selber. Nicht Nasenpopeln, nein. Kennt ihr diesen Handdance? Diesen hier. Handdance. Manchmal geht die Tonlage hoch und dann geht's wieder runter. Und wieder hoch und wieder runter. Und wenn ihr seid... Jetzt habe ich meine Hände aber ausgedrückt. Manchmal kommen die nicht so ganz mit. Die haben einen eigenen Kopf. Meine Hände. Scheiße. Hallo. Nein, meine Mütze. Was verdeckt jetzt meine Haare? Meine Kapuze. Schau mal, mir wächst ein Kopf aus dem Rücken. Hallo. Tschüss. YOLO. Oh, jetzt bin ich dran. Ah! Ich hab doch gesagt, der bringt mich noch um. Boah, war das anstrengend. Boah. K-I-L-L-Y-N. K-I-L-L-Y-N.